das ich gerne euch vorstellen möchte. Es heißt Mord zwischen Bille und Seran, geschrieben von Rena Love. Dann lese ich euch hier hinten mal den Kommentar von der Rena Love. Wenn der Bergedorfer sagt, er fährt in die Stadt, dann meint er nicht in die City von Hamburg, sagt Rena Love. Wenn ein Mediziner seine Ehefrau loswerden will oder ein Weinhändler versucht, seine untreue Freundin um die Ecke zu bringen. Wenn der Bergedorfer Witwenclub immer größer und im Theater das Messer zum Hauptdarsteller wird, ja, dann ist Zeit für Mord zwischen Bille und Seran. Eine hübsche Atemlähmung, bevor er wieder zuschlagen konnte, blieb ihm quasi die Luft weg. Warum morden, wenn ein Mikro-Bikini-Oberteil die gleiche Wirkung hat? So, und jetzt lese ich euch noch etwas aus dem Buch vor. Aber mich betrügt man nicht. Ach, zum Teufel mit ihr! Er war rasend vor Kränkung und Eifersucht. War nicht er es gewesen, der ihr dieses schöne Leben erst ermöglicht gemacht hatte? Und wie dankte sie es ihm? Sie betrog ihn mit seinem besten Freund Hartmut Kleve. Das machte keine Frau mit einem Paul Bettinger Junior. Dabei war alles so herrlich angefangen. Und wenn ihr noch mehr über dieses Buch erfahren wollt, Mord zwischen Bille und Seran.